kaputt gemacht. Ich werde ins schwarze Loch wieder reingezogen. Hilfe, nein. Nein, warum werde ich hier reingezogen? Hilfe! Willkommen Leute zurück hier auf meinem Kanal. Leute, wir haben heute was ganz, ganz Besonderes vor, denn ihr seht wahrscheinlich hier vorne schon dieses Haus. Und ich habe gehört, dass dieser Mann in diesem komischen Haus hier vorne ein ganz besonderer Mann sein soll, weil er wird uns Equipment geben, dass wir zum Mond fliegen können. Aber nicht irgendwie, sondern auf eine ganz exklusive Art und Weise mit einer Rakete. Das wird wirklich ultra verrückt. Deswegen würde ich sagen, zögern wir gar nicht lange herum und gehen einfach mal in das Haus rein. Aber Leute, auch nochmal ganz kurz jetzt zur Info. Falls ihr noch nach günstigen Spielen suchen solltet, dann könnt ihr sehr, sehr gerne mal in die Beschreibung schauen. Da ist mein Spielepartner verlinkt und zwar G2A. Deshalb könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Da sind viele Spiele reduziert. Deswegen schaut vorbei und jetzt gehen wir mal ab dort rein. So, wir sehen schon, Asterix der Astronaut ist hier nämlich drin. Und er hat schon mal so ein komisches TNT hier in der Hand. So ein ganz, ganz verrücktes TNT. Ich habe mal was von diesem TNT gehört. Das soll es wohl angeblich nur aus Erzählungen geben. Wo hat der das denn? Ich frag mal nach. Okay. Also, hey Asterix der Astronaut, von wo hast du dieses TNT und bist du der Typ, der uns zum Mond befördern kann? Ja genau, der bin ich. Es ist folgendermaßen, ich habe deine Kiste was ganz Besonderes, du kannst ja mal reinschauen. Okay, schau mal ganz kurz rein. Lol, das ist es Leute, das ist das Equipment, wovon alle gesprochen haben, das benötigen wir, okay. Asterix, denkst du, ich könnte mir das vielleicht ausleihen? Also, ich sag mal so, an sich spricht da nichts gegen. Ich habe nämlich eine Raumstation im Weltall. Das heißt, du kannst mit der Rakete hochfliegen und dir sogar dort das spezielle TNT abholen, was ich in der Hand halte. Aber jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Damit ich dir das gebe, muss ich auch etwas haben. Ja, was möchtest du denn dafür haben? Und zwar folgendes. Wenn du wirklich ins Weltall fliegen willst, dann musst du deine Zuschauerschaft ein Abo dalassen und ein Like dalassen. Und zwar genau jetzt. Okay, okay, das kriegen wir hin. Leute, zeigt Asterix dem Astronauten, dass ihr genau jetzt einen Like da lasst, dann werden wir zum Mond fliegen. Also Leute, jetzt nicht enttäuschen, tut einfach mal den Gefallen. Like, 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 was das Zeug hält. Und habt das getan. Ich hoffe, Leute, ich hoffe. Okay, also Asterix der Astronaut, die haben jetzt geliked, die haben jetzt abonniert. Was, wie geht's jetzt weiter? Also, ganz einfach, schnapp dir das in der Kiste und wenn du oben bist, wirst du einen, ja, einen Kollegen finden und dieser Kollege wird dir weiteres erzählen, wie du wieder runterkommst, wie du an das TNT kommst und so weiter und so fort. Schnapp dir das, du musst die Rakete auffüllen, auf diese Schienen platzieren und das Equipment auf jeden Fall ausrüsten, weil sonst bekommst du Schaden im Weltall. Alles klar, ich denke mal, ich habe alles verstanden. Dankeschön, Asterix. Ich würde sagen, wir zögern gar nicht lange herum. Schnappen uns mal das ganze Equipment hier. Und ich bin ja mal wirklich gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Das heißt, hier haben wir diese Rocket Launch Pads. Die müssen wir auf den Boden platzieren. Dann nehmen wir die Rakete und können die jetzt hier draufpacken, oder? Ah, okay. Leute, es funktioniert tatsächlich. Jetzt müssen wir die Rakete noch mit Tank befüllen. Das kann man, glaube ich, hier mit diesem Fuel Loader machen. Das heißt, da können wir ganz normal Tank reinpumpen. Das machen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. So, ganz viel Tank, dass die auch voll ist, ne? So, wir sehen schon hier ganz befüllt. Jetzt müssen wir hier noch diese komische Batterie reinpacken. Und jetzt wird die, wird der Tank, glaube ich, hier reingeladen. Irgendwie so sollte das auf jeden Fall funktionieren. So, perfekt. Der Balken muss ganz nach rechts laufen. Die Energie muss natürlich voll sein. In der Zwischenzeit werden wir erstmal unseren Anzug ausrüsten. So, das heißt, hier alles ausrüsten. Zack. Moment, hier, hier. So. Und natürlich den Fallschirm nicht vergessen. Jetzt sehen wir aus wie Sandy von SpongeBob mit dem Glas, mit der Glaskuppel auf dem Kopf. Aber halb so wild. So, haben wir jetzt alles gemacht. Ich denke, wir sollten jetzt alles gemacht haben. Zack. Und dann würde ich sagen, Leute, heben wir ab. Es geht los und 20 Sekunden noch. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Wie cool sieht das denn aus? Okay, es geht los in 13, 12, 11, 10. Oh Leute, die Zeit rennt. Und ihr seht schon, alter Schwede, das sieht ja mal ultra krass aus. Es geht los, jede Minute, jede Sekunde meinte ich natürlich. Okay, 3, 2, 1 und 0. Wir heben ab, alter Schwede. Wir können die Rakete sogar steuern. Oh mein Gott.
Was habe ich getan? Was habe ich getan? Leute, schaut euch das an von außen. Wie sieht das denn aus? Schaut euch mal an, die Erde. Die wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Was geht hier ab? Okay, also ich glaube, so wie es aussieht, müssen wir erstmal an den Höhepunkt ankommen. Bin gerade mal auf der, bei der Hälfte angekommen. Und die Erde sieht auf einmal so mega klein aus. Das kann man ja kaum glauben. Oh mein Gott. Okay, ich bin ja mal gespannt, wer uns erwarten wird im Weltall. Und was wir mit dem TNT dann anfangen können. So, und jetzt sollten wir eigentlich jeden Moment am Höhepunkt angekommen sein. Oh mein Gott, die Rakete. Die Rakete. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen. Wir können uns jetzt nämlich aussuchen, wohin wir fliegen sollen. Und ich möchte nämlich hier zu dieser Raumstation. Das ist genau diese hier. So, die Crafting Pad Station. Crafting Pad Station nennen wir das Ganze hier. So, zack. Und da möchte ich jetzt hin. So, das heißt, jetzt sollten wir bei der Crafting Pad Station angekommen sein. Tada! Alter Schwede, und da ist irgendwas gespawnt. Alter, ist das hier? Oh mein Gott. Oh Gott, aufpassen, dass ich hier nicht runterfliege. Oh, Alter. Okay. Runter. Ich muss runter. Oh, boah, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie von der Raumstation wegkomme. Oh mein Gott, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich war noch nie hier im Weltall. Schaut euch die Erde an. Oh Gott, nein. Nicht runter. Schaut euch die Erde an. Und hier ist so eine komische Treppe, die runterführt wieder zur Erde. Kann das sein? Okay, ich muss bloß aufpassen, dass ich hier keinen Fehler mache. Ich gehe mal lieber erstmal rein. Hier haben wir sogar unsere Rakete. Durch eine Fallschirmkiste haben wir die bekommen. Okay, hier ist eine Fallschirmkiste. So, dann rede ich mal mit Lukas und frage jetzt, was abgeht. Hey Lukas, alles gut bei dir? Oh ja, danke für die Nachfrage, Pat. Deine Community hat ja fleißig ein Like dagelassen und deshalb bist du jetzt hier bei mir gelandet. So. Ich lagere hier nämlich ganz viele verschiedene und auch verbotene TNT-Sorten. Das muss wirklich geheim bleiben. Du kannst hier einige TNT-Sachen rausnehmen aus der Kiste und dann müsstest du aber auch wieder zur Erde. Du kannst einfach dein Fallschirm nehmen und dann wieder nach unten fliegen. Das ist kein Problem. Nimm dafür am besten die TNT-Treppe, die habe ich schon vorbereitet und ja. Alles klar, Lukas, dankeschön. Auch nochmal Dank an alle, die geliked haben. Deshalb sind wir ja jetzt erstmal hier im Weltall. Und so, würde ich mal sagen, Leute, das müsste dann, denke ich, oh, die Kiste hier sein. Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal von allem so ein bisschen heraus, ne? Ich denke mal, das kann ja nicht schaden. Wir haben sogar, cool. Wir haben sogar nämlich die Möglichkeit, sehe ich gerade, einen Backpack mitzunehmen. Und dieser Backpack, ja, der ermöglicht es uns theoretisch, noch ein bisschen mehr TNT mitzunehmen. Aber ich denke mal, das sollte auch genügen, Leute. Ich will jetzt hier auch nicht so dreist sein. Das gibt es hier noch, so slimy TNT nehmen wir mal ein bisschen. Alles einmal mitnehmen, würde ich sagen. So mehr oder weniger. Ja, komm, passt schon, Leute. Ich muss jetzt auch mal langsam wieder los hier. So, ja, komm, das passt, Leute, das passt. So, jetzt haben wir zwar nicht alles mitgenommen, aber das meiste. Und das packe ich einfach mal hier in diesen wunderschönen Rucksack rein. Kann ich nicht, ich kann es nicht in den Rucksack reinpacken, Leute. Okay, dann lasse ich den Rucksack ja mal hier, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung hier. Und wir gehen wieder ab nach unten, ne? Oh Gott, Leute, diese Treppe hier, die macht mich echt verrückt. Oh Gott. So, jetzt geht's hier langsam nach unten. Langsam, aber sicher geht es hier nach unten. Oh mein Gott. Oh Gott, Hilfe. Jetzt ist es zu spät. Jetzt komme ich hier nicht mehr. Tschüss, Raumstation. Alter Schwede. Wurde mein Fallschirm gezogen? Ich glaube, mein Fallschirm wird gezogen, oder? Scheint so auszusehen. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier wieder nach unten. Oh, wir sind wieder in der Erde angekommen. Wir sind wieder zurück hier, wo der Kollege Asterix war, der Astronaut. Dann würde ich sagen, ich verziehe mich nochmal ganz kurz hier und mache ein Nickerchen, damit wir auch nachher wieder Tag haben, ne? So, Leute, genug geschlafen. Jetzt geht's aber ins Eingemachte. Mir fällt gerade auf, ich bräuchte noch ein Feuerzeug. Vielleicht hat das Asterix auch noch parat. Und wie der Zufall es will, haben wir es hier sogar in der Kiste. Dann würde ich sagen, Leute, womit fangen wir an? Woodcutters Delight. Das nehmen wir zuerst. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Holzfäller. Irgendwas mit Holzfäller muss eigentlich passieren. Lol? Es passiert gar nichts? Okay, das ist ein bisschen enttäuschend. Chunk Booster. Jetzt bin ich mal gespannt. Chunk Boost. Oder irgendwie sowas stand da, glaube ich. Chunk Boost. Lol. Oh mein Gott! Schaut euch das an!
Wir haben Asterix Haus weggemacht. Ich glaube, wir sollten lieber schnell weggehen. Wir sollten lieber schnell rennen. Oh mein Gott. Was ist dieses Fury TNT hier? Jetzt bin ich mal gespannt. Also mit diesem TNT herum experimentieren. Oh mein Gott. Also wir sollten uns auf jeden Fall, immer sehr, sehr weit entfernen von dem TNT. Weil ihr seht, das kann auch... Oh mein Gott. Das kann auch ordentlich in die Hose gehen, wenn wir zu nah sind. So Lava, da kommt bestimmt jetzt Lava raus. Alter Schwede, das TNT ist ja wirklich verrückt hier. Okay, wir haben hier jede Menge Lava. Teleporting, jetzt bin ich gespannt. Damit teleportieren wir uns, oder was? Leute, das TNT ist teleportiert sich. Nein, 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 nicht zu mir. Oh Gott, das war eine knappe Angelegenheit. So, die Miners hatten wir schon. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter, Leute. Einen kleinen Schritt hier weiter, würde ich mal sagen, ne? So, was ist das hier? Gottes? Oh Gott, das platziere ich mal. Das nehme ich wieder mit. Gottes oder so, Gottes TNT und... Alter, Blitze bis zum geht nicht mehr. Oh je, ich schmeiße es lieber weg hier. Mining TNT. Wird da von uns Arbeit weggenommen? Haben wir jetzt weniger Arbeit vielleicht? Und schauen wir nach. Oh Gott, es geht nach unten. Es geht einfach nach unten. Hat sich einfach nach unten durchgebuddelt, ne? Leute, es buddelt sich immer noch nach unten. Ja, nicht schlecht. So kann man auf jeden Fall ganz schnell in die Mine gehen. Bunker? Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Bunker macht. Lol. Was ist das gewesen? Habt ihr es gesehen? Lol, der ist runtergelaufen und dann ist alles explodiert. Das grüne TNT wird wahrscheinlich 20 groß sein. Wir gucken mal nach unten und... Was? Oh Gott, Leute, ich bin jetzt hier aufgewacht in so einem komischen Dorf. Und ein Villager meinte, er hat noch ein bisschen TNT gefunden, weil er hat mich halt hier hingebracht. Aber es soll wohl nicht mehr viel sein. Ah, dann schauen wir uns das Ganze trotzdem mal an. Wasserflut-TNT. Oh Gott, ich denke mal, es hat irgendwas mit Wasser zu tun, oder? Oh mein Gott, das ist aber jede Menge Wasser. Eieieiei, okay. Physik-TNT, das schauen wir uns auch. Oh, Hilfe, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, was passiert jetzt hier, Leute? Was passiert jetzt hier? Hä? Passiert noch was? Ich glaube, es scheint wohl zu spinnen. Troll-TNT, befreie uns bitte! Troll-TNT, komm, befreie uns! Oh Gott, es passiert gar nichts. Ein schwarzes Loch. Oh Gott, was passiert jetzt hier? Hilfe! Hab ich alle in ein schwarzes Loch gezogen? Was passiert jetzt hier? Warum? Hilfe! Oh, jetzt habe ich, glaube ich, endgültig alles kaputt gemacht. Ich werde in ein schwarzes Loch wieder reingezogen. Hilfe, nein! Nein! Warum werde ich hier reingezogen? Hilfe! Ach, alle Monster kommen hier in ein schwarzes Loch. Was geht hier ab? Dieses schwarze Loch macht alles kaputt. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, mit diesem Anblick muss ich mich auch verabschieden. Es wird, glaube ich, nicht mehr besser. Ich habe die Minecraft-Welt kaputt gemacht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Like da. Ich muss jetzt das Ganze den Villagern erklären, weil die wundern sich auch schon, warum die ganzen Tintenfische zu mir gesaugt werden. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren.